Das ist Ben. Er lebt in einer beschissenen Welt. Eines Tages fand Ben Ed, den ersten Untoten. Sie wurden Freunde. Hans Entertainment hörte von ihnen. Er trennte sie voneinander, um sie zu benutzen. Für die größte Show, die jemals gemacht wurde. Run Dead! Hey ho, meine lieben Freunde, hier ist euer M3D bei Ben & Ed. Und wir spielen nochmal direkt los, auch wenn ich kein Pro-Gamer bin, aber wir kriegen das schon irgendwie hin. Ich spiele übrigens mit dem Controller, also hat sich das erledigt mit diesem WASD. Das kann man schon mal so stehen lassen. So, wo geht die Party ab? Hier geht die Party ab. Boah, Alter, wie der überall seine Fresse aufhängt, ist ja furchtbar. Wollen wir mal hier reingehen? Ich habe gehört, man muss diese Dinger hier umschmeißen, warum auch immer. 1 von 4, das heißt, wir könnten 4 Stück hier finden. Okay, das wird hart, eine harte Angelegenheit. Was steht hier? Slow down, run, joggen, alles klar. Was? Kill Ed at egal. Auf jeden Fall sollten wir wohl eher sterben. Aha, Space Jump. Gut, das weiß ich. Ist ja hier. Ui. Noch easy. Kann man die Türen eigentlich rein? Nee, ne? Eigentlich schade, aber gut. Ist ja nicht so schlimm. 2 von 4. Wir sind gut. Ich würde gerne so Türen rein. Ist irgendwie schön gemacht hier. Ducken. Ja, genau. Huch, muss ich mal. Ah ja, hier ist Ducken. Ist auf Controller natürlich ein bisschen anders. Deswegen kann man das kaputt machen? Nee, ne? Könnte ja sein, aber okay, geht halt nicht, ne? Was steht hier genau? Kopfwerfen, das ist möglich. Leider habe ich keine Ahnung, wie man genau zielt mit dem Kopfwerfen. Deswegen ist das immer so heikel bei mir, aber wir kriegen das schon hin. Oh, auf Anhieb, Alter. Ich habe davor 10 Versuche gebraucht oder so. Zum Testen. Und ich war sehr, sehr schlecht, muss ich dazu sagen. Das war wohl eben gerade eher Glück. Glück. So. Fühlt sich an, als ob wir 1000 Sachen übersehen hätten. Irgendwie komisch, oder? Es ist so dunkel. Wir betreten die Bühne. Checkpoint. Ja, man kann das gut nennen. Ach ja, zusammensetzen, das ist ja auch total simpel. Da drücke ich jetzt nicht drauf, weil wäre ja ein bisschen blöd. Oder muss ich? Ja, ich muss. Okay, alles klar, dann ist das ja passiert. Und runter da. You made it! Das ist ziemlich dunkel, das Spiel, muss man sagen. 2 Minuten 16, Mann, bin ich gut. Und komischerweise muss ich hier auf Enter drücken, weil der Controller ist nicht. Nee, ich muss mit Pfeil, genau. Weil der Controller nicht funktioniert. Weiß der Geier, warum das so ist. Level complete. Ich habe zwar keine Ahnung, wo jetzt hier das 4. sein sollte. Also, man kann ja 4 Stück da finden. Aber gut, ist nicht so schlimm, denke ich mal. Ich würde gerne auch die ganzen geheimen Level freischalten, aber naja, was man möchte und was passiert oder was man schafft, das sind immer wieder 10 verschiedene Dinge. Aber lass uns mal loslegen. Yeah! Hier ist Ed. Ich drehe mal eine Ehrenrunde. Yeah! Ich weiß, ihr liebt mich. Juhu! Juhu! Die Stange sieht ein bisschen komisch aus in meinem Arsch, aber okay, das passt schon bei der Statue hier. Dann wollen wir mal loslegen, meine lieben Freunde. Denn wir sind ja Profis. Hat aber schon wieder die Hälfte vergessen, aber mein Gott. Macht ja nichts. Oh gut. Das macht schon echt Spaß, muss man wirklich mal sagen. Checkpoint! Oh. Man kann also auch über den Checkpoint hinweg springen, das ist ja sehr interessant. Das wusste ich nicht, meine lieben Freunde. So, schön hinter den Klingen bleiben, dann kann einem nichts passieren im besten Falle. Was ist eigentlich mit den Hühnern? Man kann die kaputt treten, aber ich weiß nicht warum. Ehrlich gesagt. Oh Gott. Und ob das irgendeinen Grund hat, ich bin da sehr überfragt. Au. Ah, ich hab die falsche Taste gedrückt. Und spring, Junge. Juhu. Oh Gott. Ah, läuft gut, meine Freunde. 7 von 15, das ist doch schon mal sehr sauber. Und hier ist kein Messer. Sehr geil. Checkpoint complete. Jetzt bin ich gespannt. Ich meine, es wird auch immer schwerer. Und für mich ist es ja jetzt komplett blind. Nur, falls ihr das noch nicht wusstet. Hilfe. Juhu. Kann man eigentlich dahinter was finden? Nee, ne? Oh Gott, das Ding geht ja runter. Alter, stehen wir jetzt unter Zeitdruck oder so? Hilfe! Aber ich denke mal, das müssten wir eigentlich hinkriegen, oder? Oder wo ist hier die Herausforderung? Wir streben nach Herausforderung, Freunde! Yeah! Ach, guck mal, hier gibt es verschiedene Klingenseiten. Ist das einfach nur wie eine Art Deko oder so, dass man da auch rüber kann? Man muss aber nicht.
Ja, anscheinend schon. Oh Gott, ist das Ding schnell. Das war dumm, Alter. Das war richtig dumm. Aber klappt schon. Jetzt haben wir es sogar noch leichter. Yeah! Das Spiel ist so bescheuert. Ja, das macht richtig Spaß, muss man wirklich mal sagen. Oh ja. 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 Gut, wir müssen uns zusammensetzen lassen. Das war wohl nichts, aber egal. Unser erster Tod. La la la. So, oh Gott. Alter, sind manche Klingen richtig schnell. Das ist ja abartig. Weiter geht's. Ah, ich warte mal nach unten. Alter, das geht so schnell runter. Oh, 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 oh. Ja, normalerweise, wenn er rüberspringt, glaube ich. Oh Gott. Nein, nein. Oh Gott. Scheiße, abgeschnitzelt, ey. Mann, 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 Mann. Das Spiel ist nicht zu unterschätzen, muss man ganz ehrlich mal sagen. Witzig gemacht, geile Aufmachung, aber es ist schwerer, als man denkt, ey. Zumindest, wenn man so tollpatschig ist wie ich gerade. Nein. Oh, da habe ich schon wieder meine Beine verloren. Das gibt's doch gar nicht. Oh Gott. Hilfe. Yeah. Es müsste so... Oh, Alter. Egal. Nein. Ja, komm, ich lass mich mal wiederherstellen. Das macht ja gar keinen Sinn. Ich glaube, man muss schon voll bei seinen Beinen sein, sonst wird das hier nichts. Oh Gott, nicht so schnell. Die hätten hier so Punkte geben müssen, so wenn du springst oder so. Das wäre auch geil gewesen. Oh, ich warte lieber. Alter, 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 komm schon, komm schon, komm schon. Yeah, Maschine, was los? Oh, das ist das letzte, ne? Jawohl. Und nochmal alles umschmeißen. 10 Stück haben wir, nicht schlecht. Wir machen mal die Hühnerplatte, ich habe keine Ahnung warum. Aber vielleicht... Oh, bringt's ja irgendwas. Alter, wie rollt man nochmal? Was, dahinter war ein Loch? Okay, das war fies, ey. Ich merke schon, man wächst hier an seiner Herausforderung. Scheiße, da wollte ich mal durchrollen, so voll Pro-Gamer, weißt du. Aber das ging wohl nach hinten los. Alter, ich vergesse ständig, dass man da runterrollt, ne? Na gut, jetzt springen wir. Spring und spring und jetzt roll. Alter. Ja gut, noch ist alles okay. Vielleicht schaffen wir es ja auch so, man weiß es ja noch nicht. Jackpot, kann man hier wieder hergestellt werden? Ja, ne? Was, man darf als Kopf da gar nicht rein? Nein, doch. Oh, ich würde sagen. Dann lassen wir es einfach hier wieder herstellen und gut ist, oder? Oh, ist doch geil. Oh Gott. Fail. Over 9000, aber egal. Schlitz. Alter, was ist das denn für eine Scheiße? Ganz schön heikel hier. Man muss sich hier nämlich so bücken. Yeah. Oh, ich wollte gerade springen, aber das ging nicht mehr. Ach du Scheiße. Yeah. Ah, so ist es gerade irgendwie leichter, muss ich zugeben. Das ist geplante Verschnetzelung, das gehört sich so. Guck mal, hier kannst du einfach unten drunter durchkriechen. Ja, also, ziemlich leichtes Spiel. Wie geil. Checkpoint. Oh, wir haben alle 15 Dosen. Sehr schön. Ah, da ist Ed. Nee, Ben meine ich. Nein. Ihr seid so fies. You made it. Yeah, meine Freunde, wir haben es geschafft. Das gefällt mir super. Was ist das? Keine Ahnung, was das heißen soll. Ist aber auch egal. Level complete. Ich würde auf jeden Fall sagen, meine lieben Freunde, bis zur nächsten Folge. Tschüss.